auf der Glasdeck ist natürlich auch die Firma Bohle und das freut uns sehr, denn sie haben wirklich tolle Sachen mitgebracht. Der Stand ist riesengroß. Wir haben uns ein paar Sachen rausgesucht, ein paar Highlights. Was haben Sie denn oder vor welcher Tür stehen wir hier, Herr Nerth? Das ist hier eigentlich das neue MasterTrack FT, also eigentlich ein eigenes Bohle-Schiebetürsystem. Das präsentieren wir hier zum ersten Mal auf der Glasdeck in 4 verschiedene Gewichtsklassen, 60, 80, 120 und 150 Kilo. Basierend auf die gleiche Schiene, das macht es dem Kunden einfach, dass er immer die gleichen Komponenten hat und mit einer beidseitigen Soft-Close-Funktion mit drin, dass man einfach die Tür zuschmeißen kann, sage ich mal, ohne dass sie dann aufprallt. Das ist natürlich noch lange nicht alles, was Sie dabei haben. Der Stand ist groß, Handwerk ist auch ein großes Thema. Ja, also der Handwerker steht bei uns im Vordergrund. Seit vielen Jahren sind wir natürlich der Glaser, aber wir merken auch schon, dass Glas vermehrt auch in anderen Branchen eingesetzt wird. Und da spielen wir natürlich auch drauf ein mit den Produkten, dass wir es auch für Schreiner, Metallbauer und weitere Branchen auch interessant machen. Ja. Aber der Glaser bleibt immer bei uns für Bohle im Fokus. Glas, wir haben ja als Leitbild, Glas ist unsere Inspiration und deswegen auch Glasdeck. Deswegen sind Sie ja auch Sponsoren bei Handwerk Live, einem Bereich hier auch in Halle 9, wo man mitmachen kann, wo man mitspielen kann, Glas zerbrechen und so weiter und so fort. Wie wollen Sie noch das Handwerk unterstützen? Ja, wir versuchen es über Innungsverbände, über die Schulen auch, wo wir sehr aktiv sind mit unserem Know-how, was wir mit Meistern, die bei Bohle arbeiten, auch mit an Jugendliche ranbringen. Wir versuchen natürlich das Handwerk, Glaserhandwerk nach vorne zu bringen und das machen wir dann am besten, wenn man es auf einem Handwerk live zeigen kann, versuchen die Leute dafür zu begeistern. Das ist eigentlich so ein bisschen der Gedanke der Handwerk live. Hast du dir nicht in der Seele weh, wenn die Glasscheiben zerbrechen? Nein, im Gegenteil. Was würden Sie sagen, wo geht die Industrie hin? Was wollen die Kunden haben? Was wünschen Sie sich? Was wir merken, ist natürlich gut, ne, Beschlag ist ein Riesenthema. Für die Kunden ist es, glaube ich, wichtig, dass wir denen so weit helfen, dass es so einfach wie möglich gemacht wird. Dass sie wirklich einfach in der Regel eine Skizze schicken. Wir erledigen alles, sie brauchen es nur noch bestellen und fertig. Und warum ist die Glasdeck so wichtig für Bohle? Glasdeck ist hauptsächlich für Bohle international sehr wichtig. Nicht nur Deutschland, weil Deutschland als Heimatland, sage ich mal, kommen sehr viele Kunden. Aber von Amerika, unsere 13 Niederlassungen weltweit, Südafrika bis hin zu China, Schweden, von den ganzen Niederlassungen kommen natürlich deren Kunden immer noch zu Glasdeck, weil es eigentlich immer noch, glaube ich, die Hauptmesse Nummer 1 ist im Glasbereich. Ja. Vielen Dank und eine gute Zeit noch und gute Geschäfte wünsche ich. Dankeschön. Danke.